Welches Anliegen hättest du für heute? Welche Frage? Also mein Thema ist immer meine Berufung. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Und ich war heute beim Osteopathen und der hat mir erzählt, dass es gerade eine Ausbildung zur Aurachirurgie macht. Und das hat mich irgendwie getriggert. Und ich habe das Gefühl, dass das was ist, was, also ich habe das Gefühl, dass da Dinge noch bei mir verborgen liegen, die in diese Richtung gehen könnten. Und ja, genau. Berufung. Berufung, okay. Also, wenn es um Berufung geht, können wir uns natürlich mehrere Sachen im Horoskop angucken. Wenn wir jetzt von der Häuserebene ausgehen, gibt es ja den MC. Der MC zeigt das sogenannte äußere Ja. Seelenziel, Lebensziel an, hat viel mit Berufung und Karriere zu tun. Wenn deine Geburtszeit korrekt ist, hast du das auf dem letzten Grad im Zeichen Steinbock. Ja. Ja? Das heißt, du hast den MC im Zeichen Steinbock. Die Steinbock-Energie ist also diejenige, die bei dir beim Thema Berufung und Karriere sehr stark mit dabei ist. Bei dir ist es so, dass das ganze komplette Zeichen Wassermann auch mit enthalten ist in diesem Lebensbereich. Das heißt, Okay. du hast die Häuserspitze im Zeichen Steinbock, den MC im Zeichen Steinbock. Wassermann-Energie ist aber komplett mit enthalten. Ja, ist wie so Okay, ein also zweiter MC, wenn du so willst, ja. ach, interessant, okay. Genau. Kommt jetzt drauf an, ja. Sollte sich die Geburtszeit bei dir doch noch variieren, könnte es auch sein, dass du komplett im Zeichen Wassermann bist, ne? So gehen wir jetzt einfach mal von dieser Zeit aus. Und das Spannende ist ja, du weißt, dass der Pluto ja gerade Ende Steinbock, Anfang Wassermann pendelt. Ja, Das genau. heißt, der Pluto, der ist bei dir schön immer auf der Ja. MC-Achse gerade unterwegs, ne? Ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Ja. Ja. Weißt du, was das bedeutet, wenn der laufende Pluto gerade bei dir, bei diesem besonderen Punkt im Horoskop, rauf und runter marschiert? Was es bedeuten kann, ja, dass er mich irgendwie bearbeitet oder dass das halt einfach, und ich habe das Gefühl, dass ich das in meinem Leben auch merke, dass das immer ein Bearbeiten ist. So empfinde ich die letzten Jahre auch, ja. Also Für Schritte, mich ja. Sind Planeten ein Ausdruck von Energie. Ja. Und für mich, von meinem Verständnis, ist es so, dass Planeten nicht etwas mit uns machen, aber sie Okay. drücken eine Energie aus. Und diese Energie spüren wir in unserem Leben. Die zeigt sich in unserem Leben. Ja. Und Pluto ist das tiefste Prinzip der Wandlung, das wir überhaupt haben. Das Okay. radikalste, intensivste Prinzip der Wandel, Transformation, die Form ändert sich. Also da ändert sich sehr, sehr viel. Ein Bild vom Pluto ist auch, du kannst dir einen Acker vorstellen Ja. und dann kommt der Bauer und pflügt dieses Feld und alles, was unter der Ja. Oberfläche war, wird plötzlich nach oben gekehrt. Und alles, was du sonst auf der Wiese, auf dem Acker gesehen hast, ist plötzlich nicht mehr da. Das ist Pluto. Da ist nichts mehr, wie es vorher war. Ja? Genau. Und das bezieht sich jetzt bei dir auf die Ebene des äußeren Lebensziels. Also da bist du ganz passend unterwegs, dass du für dich nach neuen Wegen suchst oder nach neuen Möglichkeiten, dich einzubringen, weil genau darum geht es auch. Ganz Pluto genau. will radikale Veränderung. All das, was du nicht mehr bist, was nicht mehr stimmig ist, darfst du loslassen, damit du noch mehr das zum Vorschein bringst, was eigentlich du bist und was eigentlich dein Job ist, sozusagen in der Gesellschaft einzubringen. Ja? Zur Steinbock-Energie Ja. gehört der Planet Saturn. Ja. Den Saturn, das ist der Planet hier, hast Ja. du im 11. Haus. Ja. Ja? Der Saturn ist bei dir also ganz entscheidend für das Thema Berufung und Karriere. Den hast du in Haus 11. Und was ich ja so sehr liebe, ist das Thema der Seelenessenz, was dich in der Tiefe ausmacht, warum du überhaupt immer wieder auf Planet Erde inkarnierst, wer du in der tiefsten Essenz von deiner Seelenstruktur her bist, ist Chiron. Und Chiron ist bei dir auch in Haus 11. Das heißt, das, was dich in der tiefsten Tiefe ausmacht, ist im gleichen Lebensbereich wie der Planet, der dein äußeres Lebensziel anzeigt, wenn MC Steinbock wirklich korrekt ist. Es geht immer um die gleiche Häuserebene
Und sowohl Saturn als auch Chiron sind bei dir im Zeichen Fische zu Hause. Du bist eine Seele, die es ganz oft erlebt hat, sich mit anderen zu vernetzen. Mhm. Haus 11 ist der Bereich des Vernetzens, des Miteinanders. Ja, dass du dich mit anderen vernetzt und mit anderen zum Beispiel Projekte machst. Es kann aber auch sein, dass du diejenige bist, die andere zusammenbringt. Wie jetzt hier zum Beispiel an diesem Online-Abend. Ihr trefft euch jetzt aufgrund dieser Veranstaltung. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel Workshop gibst oder Seminare gibst und sich dadurch Menschen begegnen. Also entweder du schließt dich mit anderen zusammen und ihr macht zusammen etwas oder du machst etwas alleine, aber du vernetzt, du bringst zusammen und hier liegt deine Power. Mhm. Mhm. Also bei dir sage ich ganz klar, es geht nicht um 1:1, es geht bei dir um die Ebene der Gruppen. Und das ist jetzt wieder, ne, es kann eine Gruppe sein von 5 Menschen, es kann eine Gruppe sein von 50 Menschen. Wie groß diese Gruppe ist, das ist wieder relativ. Aber bei dir geht es um die Gruppenenergie, um die Energie des Vernetzens, dass du dich mit anderen zusammenschließt oder dass man sich über dich miteinander vernetzt, dass du eine Community zum Beispiel hast. Und hier kannst du so viel bewirken. Da sitzt bei dir ganz viel Power. Wenn du das jetzt hörst, ja. Zum einen ist es neu für dich und zum anderen hättest du schon eine Idee, was du machen könntest, um diese Kraft des Vernetzens mit reinzubringen? Es ist insofern komplett neu, weil ich das Gefühl habe, dass ich das überhaupt nicht lebe in meinem Leben. Mhm. Und aber ich habe mal, ich war mal für etliche Monate in so einem Arbeitsamtkurs. Mhm. Und da hatten wir, da ging es um irgendwie Gesundheitsthemen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, ich hätte wahnsinnig Lust, selbst mal so einen Kurs zu geben. Mhm. Das weiß ich noch, dass mich das so eigentlich inspiriert hat. Mhm. Aber ich wüsste im Moment gar nicht, wie ich das... wie ich das ausdrücken oder umsetzen könnte. Mhm. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, da wäre eine Lust da, ja. Mhm. Also weil du das jetzt gerade so sagst, ja. Also du hast den Chiron in Haus 11. Mhm. Das heißt, wie gesagt, von der Seelenstruktur bist du eine Seele, die vernetzt und da viel Erfahrung gemacht hat. Du hast aber hier auch sehr viel Schmerz erlebt. Chiron, ja, ist ja der heilige Schmerz. Ja. Und Saturn zeigt auch immer an, mit welchen Ängsten wir konfrontiert werden. Beides hast du in Haus 11. Das heißt, die Gruppenenergie dürfte sich für dich nicht immer wirklich gut und prickelnd angefühlt haben. Gerade der Klassiker ist natürlich in Schulklassen. Da wirst du irgendwo reingeschmissen, da bist du eben, kannst nicht einfach mal raus aus dem Ganzen. Und das ist ganz oft so, dass man sich da erstmal nicht so wohl fühlt, weil es darum geht, erstmal Menschen zu finden, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Und wenn du dich mit Menschen vernetzt, wo du merkst, wow, das passt, wir haben die gleichen Ideale, die gleichen Ziele, bingo. Wenn das aber nicht so ist, dann weißt du auch diesen Schmerz, dass man sich irgendwie fremd gefühlt, dass man sich vielleicht verbiegt, nur um irgendwie dazuzugehören. Da hat man Angst, dass man irgendwie rausploppt. Das ist dein Thema. Also, aber genau da ist die Power. Komplett. Ja, aber das kenne ich komplett, genau, was du jetzt sagst. Ja, genau, das ist es. Und wirklich der Punkt, Menschen mit demselben Thema, das ist genau mein Ding. Ja. Du hast ja auch noch den Mond in diesem Haus. Das heißt, es ist dir eigentlich auch ein tiefes Bedürfnis. Ja. Menschen, die auf der gleichen Wellenlänge sind, also Freundschaften oder einfach auch beruflich Kontakte, wo man einfach spürt, das matcht. Da gehst du, da blühst du auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite ist es halt auch immer ein bisschen mit Vorsicht für dich als Erfahrungsschatz sozusagen, ja? Ja. Ja, schön, dass du das nochmal so spiegelst. Ja. Und für dich ist ganz wichtig, in dieser Inkarnation, wenn wir da gucken, was du dir da rausgesucht hast, gucken wir auf den Mondknoten. Ja. Und du hast den Mondknoten in Haus 1. Das heißt, du möchtest lernen, mutig deine eigenen Wege zu gehen. Dieses im Team und miteinander und gucken, was andere sagen. Ja. Der alte Weg. Ja. Für dich geht es darum, ganz mutig deinen Weg zu gehen und deine Gaben der Sinneswahrnehmung einzusetzen, deinen Gaben der Sinneswahrnehmungen wirklich zu vertrauen. Und deinem inneren Bauchgefühl, den Antworten, die in dir sind, zu vertrauen.
Und das dann auch mit einzubringen. Weil der Jupiter, der Planet der Sinneswahrnehmungen, steht als Lernaufgabe mit dabei. Das heißt, du möchtest Haus 1 lernen, deine eigenen Wege zu gehen, mutig zu sein, Entscheidungen für dich zu treffen, nicht zu warten, bis andere mitziehen, sondern du dein Ding zu machen. Und mit Jupiter zusammen geht es auch darum, dein altes Know-how, das du auch mitbringst, das Know-how, sehr viel zu erkennen, sehr viel Weisheit hier mit reinzubringen, möchtest du nochmal studieren, dass du dem wirklich vertrauen kannst, dass du deine Hellsinne auch immer weiter schulst und nicht so, naja, ich weiß nicht so recht, ob das jetzt so stimmt, was ich wahrgenommen habe. Nee, dem zu vertrauen. Deine Wahrnehmung zu schulen und dann ist es dein innerer Kompass und mit dem rauszugehen. Und es dann auch zu kommunizieren, Zwillinge, Zeichen. Diese großen Dinge, die du wahrnehmen kannst, so runterzubrechen, dass es auch Menschen verstehen, die diesen Horizont vielleicht erstmal nicht mitbringen. Und das hier, die Chiron- und Saturn-Geschichte, hast du ja im Zeichen Fische. Da geht es um wahnsinnig viel heilerische Gabe, um unwahrscheinliche spirituelle, mediale Begabung. Und die Begabung, wirklich eine Atmosphäre des Mitgefühls und der absoluten, bedingungslosen Liebe. Und das meine ich jetzt nicht kitschig, sondern wahrhaftig. Du kannst Menschen dieses Gefühl geben. Und das ist was sehr Kostbares in der heutigen Zeit. Dass du sie so wahrnimmst, wie sie sind und dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und dass du mit deiner großen Gabe der Sensitivität und Empathie sehr viel in Gruppen bewirken kannst. Aber dazu musst du deinen Fähigkeiten vertrauen. Und das hat dann vielleicht auch was von Channeln, dass das dann durch dich spricht. Ja. Ja, könnte ich mir vielleicht vorstellen, ja. Vielleicht. Was sagst du? Weil du es gerade mit vielleicht beendet hast. Was ist noch für dich, lässt dich zögern? Ich habe das Gefühl, ich kann das noch nicht, ich kann das noch nicht umsetzen. Also, wenn du mir das so erzählst, habe ich das Gefühl, ja, du erkennst mich. Du erkennst mich, glaube ich, wirklich, wie ich bin. Aber ich kann das, ich lebe das im Moment gar nicht, habe ich das Gefühl. Das ist Das ist bei den Themen ja auch der springende Punkt. Das sind ja, ja Themen, die wirklich große Hürden anzeigen, ja. die große Schmerzthemen anzeigen. Und es sind ja Sachen, mit denen man oft gar nicht mehr so viel zu tun haben will, weil man damit einfach oft nicht so gute Erfahrungen gemacht hat. Aber genau da geht es lang, wenn du fragst, was ist deine Berufung? Ich finde es interessant, du hast das Wort Weisheit jetzt gerade gesagt. Und ich war kürzlich bei einer Klangheilerin und die quasi mein seelisches Befinden durch Klang ausdrückt. Und da geht es um diese chromatische Tonleiter. Und ich habe verdeckt immer wieder die Kronleiter, also die Töne gezogen und ich habe immer das C gezogen und das steht für Weisheit. Und das fand ich jetzt interessant, dass du das sagst. Ja, also das. Das bringst du auch mit, das ist dein altes Know-how, aber du willst es quasi wie in diesem Leben nochmal wissen, dass du es auch wirklich einsetzen kannst. Ich habe das Gefühl, ich habe noch kein Handwerkszeug, wie ich das wirklich praktisch anwenden kann. Ich arbeite in einer Bank, stell dir vor. Also das ist, also ich habe das Gefühl, ich bin da weit weg irgendwie. Das Erste ist, es dir bewusst zu machen, dass diese Gaben in dir schlummern. Das ist mal das Erste, dass du dir erlaubst, mal jetzt ganz spielerisch auf Entdeckungsreise zu gehen. Das ist mal das Erste. Und du hast nicht gelernt, wie es ist, deine Wege zu gehen und einfach mutig voranzugehen. Da ist sehr viel Schmerz erkennbar. Und da darf noch Heilung geschehen. Du kannst doch gucken, wenn du energetische Unterstützung hast, zu schauen, was es braucht, damit diese Deckmäntelchen, diese Schutzmechanismen Stück für Stück verabschiedet werden können. Und da kriegst du sowieso noch Einladung vom Leben, weil die TÜV-Energie, wie ich sie immer gerne bezeichne, wird in ein paar Monaten da vorbeispazieren und da wird noch einiges für dich aufgehen. Da darfst du dich nochmal deinen alten Schutzmechanismen widmen, um sie jetzt zu verabschieden. Ach ja, Also schön. ich spreche da immer gerne vom kosmischen Rückenwind, der ist bei dir erkennbar.
Ja, super. Aha. Auch deine weibliche Urkraft übrigens Dann geht sitzt weil auch im Bereich ja. von ganz viel Wissen und Weisheit und dass du sehr viel auch Know-how im Bereich von Führung und Aufgaben übernehmen und Verantwortung übernehmen in dir trägst. Also Annette, das ist echt Wahnsinn, weil diese Klangheilerin ist, also ich war erst zweimal bei ihr und da ging es, das letzte Mal, da war das Thema weibliche Urkraft, das war so präsent, finde Genau. ich Wahnsinn, dass du das jetzt so mir nochmal so, also dass du das da auch siehst, das berührt mich jetzt voll, ja. Ja, manchmal macht es das Universum auch, dass wir Dinge kurzfristig hintereinander zwei, dreimal hören, dass wir merken, okay, da sollte ich mich vielleicht drum mal kümmern. Wow, also ich bin jetzt gerade ganz beglückt. Ja, so soll es auch sein, das freut mich.